Es gibt keinen vorgezeichneten Weg, der den Menschen zu seiner Rettung führt. Er muss sich diesen Weg unablässig neu erfinden. Aber er ist frei, ihn zu erfinden. Er ist verantwortlich, ohne Entschuldigung, und seine ganze Hoffnung liegt allein in ihm. Das hat Sartre gesagt. Ich habe diese Woche mal wieder mit großem Vergnügen die Welt des Existenzialismus besucht und ich muss sagen, ich mag diese Welt. Ich mag es, dass sie uns auffordert, Verantwortung zu übernehmen für uns selbst und zwar auch zur Gänze. Ich höre gerade hier, klappert immer meine Kette die ganze Zeit. Immer mal die Kette runter. Und ich weiß, dieses Verantwortung übernehmen zur Gänze, das macht vielen Menschen sehr viel Angst. Weil, also wir sind ja, und ich finde übrigens gerade in Deutschland, wir sind ja Meister darin, Verantwortung abzugeben. Wir geben sie ab an unseren Chef, an den Staat, an unseren Hausarzt, an den Partner, an wen auch immer. Und es sollen immer möglichst andere das richten, was uns nicht gefällt. Und dabei verschenken wir die Macht und die Chance, unser Leben selbst zu gestalten. Und ich meine, klar, wenn man das macht, dann ist das natürlich anstrengender und es ist auch unsicherer, keine Frage. So ist das. Aber auf der anderen Seite gewinne ich ja ganz viel. Nur werden sich aber vielleicht viele fragen, mit dem, was Sartre da fordert, dieses seinen Weg unablässig neu erfinden. Ja, wie soll denn das gehen? Ist ja jetzt mal leichter gesagt als getan, so eine philosophische Forderung. Und ich mache das so, dafür muss man manchmal erstmal genau wissen oder erkennen, wo die Weichen im Leben vielleicht aus dem Ruder laufen oder falsch gestellt werden. Und ich habe ein kleines Tool, mit dem ich das mache, das ist das hier. Das ist ein Fünf-Jahrestagebuch. Sehr praktische Sache, weil ich immer genau sehe, was habe ich heute vor einem Jahr getan oder gedacht, je nachdem, was man reinschreibt. Und ich merke dann daran, wenn ich zum Beispiel vor einem Jahr schon über dieselbe Sache mecker, über die ich jetzt wieder mecker, ja, dann weiß ich, es ist allerhöchste Zeit, etwas zu ändern. Dann weiß ich habe mich eingerichtet in etwas, was mich vielleicht nicht weiterbringt oder was mich ärgert. Ich habe mich, wie man so schön sagt, ich habe mich arrangiert. Und mit Dingen, die mich ärgern oder frustrieren oder nicht glücklich machen, will ich mich nicht arrangieren. Und deshalb ist es dann Zeit, etwas zu ändern. Es ist eben Zeit, wie Sartre das sagt, meinen Weg neu zu erfinden. Und das versuche ich dann. Und ich weiß, manche Veränderungen brauchen Zeit. Manchmal muss auch vielleicht Geld gespart werden, wenn man was verändern will, oder man muss etwas lernen, eine neue Kompetenz entwickeln, sich fortbilden, was weiß ich. Beispiel bei mir dazu war zum Beispiel, dass ich meine Ernährung umgestellt habe. Ich bin Allergiker, ich habe, name it, I have it, Trillionen Allergien, und ich habe in den letzten Jahren sehr viel Zeit damit verbracht, alle herkömmlichen Therapien durchzuexerzieren. Also die Hyposensibilisierung natürlich auch und immer rein die Spritzen und ich weiß nicht was alles. Und das hat alles nichts gebracht. Und als ich also klassisch durch war zur Heilpraktikerin, habe ich auch alles gemacht, was die mir gesagt hat, alle Therapien und nichts hat etwas gebracht. Und das waren auch alles Therapien, die, wie soll ich das sagen, da wurde ich vor allem bedient. Also ich musste eigentlich nicht viel ändern. Und dann kam das böse Wort. Da sagte die zu mir, mach mal Ernährungsumstellung. Und ich so wie, ja, 6 Wochen auf Zucker verzichten, auf alles von der Kuh, auf alles, wo Weizen drin ist. Und Zucker meint auch Obst und Honig und Co. Und wenn man das macht, konsequent bleibt sehr, sehr wenig übrig, was man noch essen kann. Und ich habe gesagt, ich mache es dann richtig. Ich kaufe nur noch Sachen, wo auf 100 Gramm weniger als 1 Gramm Zucker drin ist. Also als Bestandteil darf es eh nicht drin sein, aber zum Beispiel Maisstärke oder sowas gibt ja auch Zucker, die man nicht wegdiskutieren kann.
Und wenn du das so konsequent machst, das heißt, es muss immer bei hinten auf dieser Ernährungstabelle bei Anteil der Kohlenhydrate Zucker auf 100 Gramm muss immer 0, stehen, dann kannst du eigentlich nichts mehr kaufen. Der Punkt war aber, und deshalb erzähle ich diese Geschichte, ich glaube, ich habe die in einem anderen Video auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal, ist, dass alle Allergietherapien, in denen ich bedient wurde, die waren einfach durch. Jetzt lag es an mir, eben dieses Ich muss jetzt Verantwortung übernehmen. Und das fiel mir echt schwer. Ich habe es eigentlich als unlösbare Aufgabe oder auch als unlösbare Zumutung, das ist das Geilste, von der Heilpraktikerin empfunden. Ich war sogar ein bisschen sauer, was die da von mir verlangt. Und ich habe ihr quasi die Verantwortung und auch die Schuld für meinen Frust aufgeladen. Aber am Ende des Tages, um auch nochmal mit Sartre zu sprechen, der Mensch ist verantwortlich, ohne Entschuldigung. Und seine ganze Hoffnung liegt allein in ihm. Also habe ich gesagt, okay, ich habe mir einen Plan gemacht, ich habe langsam angefangen, ich habe im November angefangen, die Dinge auszuschleichen und so weiter und so fort, sodass ich im Januar dann wirklich rigoros frei von allen Sachen Kuh, Weizen, Zucker war. Und weil ich dachte, ja, 6 Wochen hört sich für mich sehr komisch an für eine Änderung, habe ich das aus eigenem Antrieb verdoppelt, diese Zeit. Ich habe gesagt, du ziehst es mindestens 3 Monate durch. Und das Interessante war, dass mein Umfeld mich fortan mit dieser Frage torpediert hat, dieses, und, merkst du schon was? Sind deine Allergien besser? Und die Antwort lautete immer, nein, sind sie nicht. Ja, warum machst du das denn dann? Ja, weil es eine Momentaufnahme ist, die einfach noch gar nichts aussagt. Ich kann nicht 30 Jahre mit Allergien rumrennen und dann denken nach 3 Wochen, juhu, weil du mal ein bisschen gesünder lebst, ist alles weg. Das macht keinen Sinn. Das hätte ich auch etwas vermessen gefunden, diese Erwartungshaltung. So, und der zweite Satz aber, den ich immer wieder gehört habe, der war dann, wann darfst du denn wieder richtig essen? Gefolgt von dem Satz, also ich könnte das nicht. Und wenn wir essen waren, gab es so Sätze wie, ach Entschuldigung, das darfst du ja jetzt gar nicht essen. Und diese Sätze, die häuften sich, je länger ich mich so ernährt habe. Und mir ging das zunehmend auf den Sack. Ich wurde immer ungehaltener und ich habe auch dann irgendwann gesagt, und ich sage das auch heute noch, nur um das mal klarzustellen. Ich darf alles essen. Ich will das nicht. Ich bin kein Opfer eines äußeren Zwangs oder Umstands. Es ist meine freie Entscheidung, das zu tun. Es ist meine Selbstverantwortung, die dazu führt, dass ich das bis auf Weiteres mache. Und der Witz ist, inzwischen fühle ich mich ja dermaßen wohl damit, dass ich gar nicht mehr zurück will. Ich liebe es, zuckerfrei zu leben. Keine Kekse, kein Schoki, kein Eis und alles andere, wo Zucker drin ist, auch nicht. Das geht. Fantastisch sogar. Ob das den Allergien was bringt oder nicht, keine Ahnung. Aber mir geht es auf jeden Fall deutlich besser. Und am Ende des Tages ist eben mein Körper meine Verantwortung. Meine. Es ist mein Job, ihn bestmöglich zu unterstützen. Es ist nicht die Verantwortung von einem Arzt oder von sonst wem. Es ist meine. Und das ist sowas, was mir zu diesem Satz von Sartre auch einfach nochmal einfiel. Und ich weiß, im Alltag geht sowas schon mal unter, auch besonders wenn es sehr turbulent ist. Und meistens reagieren wir nur auf Dinge, statt zu agieren. Weil wir auch mal sagen, also erstmal, die Welt muss im Prinzip uns in Situationen bringen, wo wir gar nicht mehr anders können, bevor wir handeln. Und das ist so ärgerlich. Das ist, weil wenn ich reagiere, reagieren tue ich immer aus einer schwächeren Position heraus, weil ich mich anpassen muss an Umstände, Anforderungen, Gegebenheiten. Aber wenn ich agiere, wenn ich proaktiv bin, dann tue ich das aus einer Position der Stärke heraus. Dann kann ich nämlich die Rahmenbedingungen noch setzen. Ich kann noch sagen, wie ich Dinge vielleicht tun will oder wann ich sie tun will. Wenn ich vielleicht irgendwann mal einen Job wechseln will, weil ich tendenziell
unzufrieden bin, dann sollte ich es mit Sartre handhaben und sagen, meine Entscheidung, ich nicht, bis der Chef irgendwann mal so unzufrieden ist, dass er sagt, übrigens, hier ist die Kündigung und ich auf einmal nur noch 3 Monate Zeit habe, vielleicht wieder irgendeinen Job annehmen muss, den ich nicht will, weil ich aber Geld verdienen muss. Also das wenn ich proaktiv anfange, dann kann ich viel, viel mehr selbst bewegen. Ich habe viel mehr Macht, als wenn ich mich dem Druck von außen beugen muss. Aber es ist natürlich auch mehr Arbeit. Keine Frage. Ich muss meinen Arsch hochkriegen. Ich muss raus aus der Komfortzone, aus der berüchtigten. All das. Aber da beginnt meine Freiheit. Und das ist die Freiheit des Individuums, die dem Existenzialisten auch so wichtig war. Dass er sich seine Welt auch erschafft durch seine Entscheidungen, durch sein Übernehmen von Verantwortung. Und deshalb mag ich den Existenzialismus, weil er mich mit solchen Gedanken konfrontiert, weil er auch ein wenig unbequem ist, keine Frage. Existenzialismus ist auch ein bisschen unbequem. Aber unbequem ist gut, weil es mich zum Handeln treibt. Ich mag das, wenn man mich aus der Komfortzone rausschubst. Ich finde das gut. Also wenn du heute noch nichts vorhast, könnte ja sein, dann nimm dir doch mal eine halbe Stunde Zeit und schau dir deine Lebensbereiche an. Und vielleicht gibt es ja einen, bei dem es Zeit ist, dass du handelst, wo du sagst, Mensch, hier sollte ich vielleicht was tun. Und zwar sollte ich besser anfangen zu handeln, bevor mich das Außen dazu zwingt. Nur so eine Idee. Bis nächste Woche. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der ein oder andere Gedanke war dabei, von dem du sagst, oh, das ist ganz hilfreich, das hat was. Ich veröffentliche jeden Sonntag ein Video hier und ich freue mich, wenn du mich abonnierst oder mir auch für dieses Video hier einen Daumen nach oben dalässt. Wenn du dich für mich und meine Arbeit interessierst, dann geh hier auf meine Website auf bettercallcasey.de. Da findest du alles zu meinem beruflichen Angebot und vielleicht ist ja auch da etwas für dich mit dabei. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn wir uns vielleicht nächste Woche Sonntag wiedersehen. Mach's gut!